Freundschaft und ein herzliches Grüß Gott aus der Heimat bringe ich mit. Lieber Bundesvorsitzender Dr. Fabricius, sehr geehrter Herr Minister Gall, sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter Koschik, Exzellenzen, Herrn Botschafter und Generalkonsul, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrter Herr Habermann, lieber Herr Altbischof Klein, liebe Festgäste, liebe Landsleute, Heimat ohne Grenzen, das hat sicher auch etwas mit dem europäischen Gedanken zu tun. Wir hatten vor 2 Wochen alle gemeinsam Europawahlen. Bei der Gelegenheit ist es diesmal ein bisschen zu einer Wahl gekommen, uns zu denken geben kann. Es sind außer den bekannten politischen Parteien und Parteifamilien auch viele Neuzugänge im Europäischen Parlament. Parteien und Formationen, die ein gemeinsames Europa in Frage stellen oder schlichtweg von sich weisen. In einem solchen Kontext habe ich mir die Frage gestellt, was ist ein Europäer? Steckt ein Europäer? Ist jemand, der praktisch überall in Europa sich niederlassen kann, sich dort gut integriert? Ist jemand, der wo immer er sich niederlässt, zurechtkommt, weil er einen Beruf hat und was arbeiten will? Ich denke, ein Europäer ist aber auch jemand, der, egal wo er hingeht, seine Heimat im Herzen mitnimmt, seine Kultur und seine Traditionen, wo es geht, pflegt. Und in diesem Sinne, liebe Landsleute, denke ich, sind wir Siebenbürger Sachsen recht gute Europäer. Und genau in diesem Sinne, weil ich denke, dass wir nicht nur zwischen Deutschland und Rumänien Brücken bauen können, sondern weil ich denke, dass wir in Europa, wohl auch in der Welt, Brücken bauen können, erinnere ich mich gerne an einen Spruch von einer Luxemburger Fassade. In diesem europäischen Sinne, wir wollen bleiben, was wir sind. RTI, Sächsisch Radio, das Siebenbergen Radio, 24 Stunden Musik nonstop auf rti-radio.de.